Autohive ist angesagt, Kinder, und ich befinde mich hier wieder mit dem GR Yaris im Autohaus Dienig. Neben mir der Patrick. Wir sind alle Corona-konform gecheckt, getestet und alles, was wir brauchen, halten im übrigen Abstand. Und es ist ja eine große Halle, darum dürfen wir uns für die kurzen Drehs natürlich ohne Maske bewegen. Man muss es ja dazu sagen, wir sind immer noch in der Pandemie. Das ist unser GR Yaris. Wir sind hier bei Dienig, weil die lauter kleine lustige Pakete haben, die sie zusammenschnüren für dich da draußen als Yaris-Besitzer und auch für uns, um das Auto zu modifizieren. Wir haben schon das Auto ein Stück weit modifiziert. Alle anderen Videos findet ihr unten im Videobeschreibungstext. Und heute geht es um was, was Alex und mir bei dem Auto durchaus aufstößt. Der Wagen sieht hinten ein bisschen komisch aus, finde ich. Wenn man sich das genauer anguckt, eigentlich alles wohl proportioniert, aber die Auspuffrohre sind ein bisschen komisch. Ne? Die sind so wie eingelaufen, finde ich zumindest, oder wie den falschen Auspuff montiert. Hat euch das schon mal jemand gesagt? Ja, bei so einem sportlichen Auto will man natürlich auch die sportliche Optik unterstützen, aber das ist nicht alles. Natürlich kann man hier auch noch ein bisschen was am Sound machen und ich denke, da haben wir das Passende für euch. Das ist nämlich genau der Punkt. Alex und ich haben euch schon ein Video kredenzt, wo wir einfach mal euch den Sound vom Yaris vorgestellt haben, indem wir vorbeigefahren sind, ne, an der Kamera, dass man das mal hört, wie kernig, nämlich gar nicht, sich das Fahrzeug von außen so anhört. Und es gibt auch einen Clip, wo ich mit dem Yaris für euch extra nochmal gefahren bin, mit einem kleinen Dezibelmesser an der Scheibe und da hört ihr auch viel vom Innengeräusch. Hört er sich innen an, laut hauptsächlich. Dazu haben wir ja auch noch so eine lustige Geschichte hier. Eigentlich hat das gar nicht nötig, finde ich ja, aber ist auch noch künstlicher Sound einprogrammiert, ne? oder bietet der. Und das habe ich von dir erst erfahren, kann man einfach ausprogrammieren lassen von euch. Ne? Richtig, das kann jeder bei uns machen. Geschulter Toyota-Händler, denke ich mal, aber am allerbesten sagst du vermutlich bei euch, bei Dienig, ne? Natürlich, ja. Wir haben das nötige Diagnosegerät dafür und da können wir euch das problemlos ausbauen, damit ihr auch wirklich den Sound von dem neuen Auspuff ganz pur genießen könnt. Jetzt hat er schon gespoilert, was wir eigentlich wollen, denn wir haben uns dafür entschieden, wir wollen den Standardauspuff nicht mehr haben, der soll weg, weil der hört sich nach gar nichts an. Und Kinder, versteht mich nicht falsch, ich brauche keine Knatterkiste mit Fernbedienung, wo ich die Klappen nochmal aufmachen kann, um in Innenstadt die Damen zu beeindrucken. Das würde mir eh nicht gelingen, darum geht es gar nicht. Aber so ein hauchkerniger und auch für die Optik soll es ja auch was sein. Ne? So ein bisschen, wir wollen ja das Auto so ein bisschen anheben. Und da gibt es mehrere Möglichkeiten. Ne? Es gibt durchaus, man glaubt es kaum, also wenn man sich überlegt, vom Yaris GR, GR Yaris werden vermutlich so um die 25.000 Einheiten produziert. Und es gibt fast eine Handvoll Hersteller, die mittlerweile alternative Auspuffanlagen, Sportabgasanlagen anbieten, oder? Richtig, ja. Es gibt Hersteller wie Remus, Bastuk, Akrapovic oder auch Miltec. Und wir haben uns in eurem Fall für die Miltec-Anlage entschieden. Die Miltec? Dieses Video entstand mit der freundlichen Unterstützung unseres Partners myhood.com. Klickt auf den ersten Link direkt unter unserem Video und dort findet ihr bei myhood.com alle Informationen und Videos zu unserem Toyota GR Yaris. Ja, der eine oder andere wird denken, Mensch, hat der Jan was zu kompensieren? Aber ich will euch doch nur den Mittelschalldämpfer zeigen. Das ist das restliche Stück der Abgasanlage. Akrapovic, kann ich nicht aussprechen, kennt aber mittlerweile jeder, ne, weil die ja auch für dies, das, Ananas, VW und so machen. Miltec war mir jetzt nicht so bekannt. Ist eine englische Firma, richtig? Richtig, ja. Und wie seid ihr auf die gekommen oder warum schlagt ihr Miltec uns vor? Miltec war einer der ersten Hersteller, die was für den GR Yaris angeboten haben, was auch straßenlegal ist und zulassungsfähig. Außerdem bietet die Anlage einen super Kompromiss aus Qualität und auch einem bezahlbaren Preis. Und ihr könnt euch sogar die Endkappenvariante aussuchen. Hier haben wir jetzt schwarz beschichtet. Es gibt aber auch Edelstahl, Titan, Carbon, ganz wie ihr das möchtet. Und alles zu einem fairen Preis. Wir wollten schwarz beschichtet haben, wir wollten auch einen fairen Preis. Wir haben gesagt, wir brauchen keine Abgasanlage, die den Wert unseres Fahrzeugs verdoppelt. Und somit sind wir
hocherfreut, dass es hier auch losgeht und wir auch diese Veränderung sehen. Ich bin sehr gespannt, wie sie sich anhört. Es gibt natürlich im Internet durchaus Videos. Wir haben auch einen Zuschauer, der mich extra angeschrieben hat und gesagt hat, er ist von seiner Miltec-Anlage, die er sich hat verbauen lassen, mehr als begeistert. Ich habe mich aber noch nicht spoilern lassen. Ich habe tatsächlich, und ich schwöre hier, keinen YouTube-Scheiß und ich erzähle euch sonst was, ich habe noch nicht ein Video angeguckt oder angehört. Ich freue mich einfach, aber ich bin auch ganz ehrlich, ne? Ey, ganz, ganz ehrlich, ich ist einfach geil. So ein Trümmer, was da hinten kommt. Gerade so dünne Dinger raus und jetzt hast du hier so Teile in der Hand, das passt doch zusammen. Ne? Ja, und jetzt rufen wir wieder unsere Allzweckwaffe der Firma Dienig. Martin, lass es krachen. Ja, das, liebe Freunde, ist der Martin und er guckt mich ein bisschen ungläubig an, weil das der dritte Clip ist, den wir am ersten Tag drehen und jedes Mal begrüßen wir uns. Ne? Mensch Martin, lange nicht gesehen. Der Martin ist hier bei Dienig. Kfz-Mechaniker. Ja, immer noch, ne? Immer noch Kfz-Mechaniker. Genau. Und dem überreiche ich jetzt feierlich meine Miltec, unsere niegelnagelneue Miltec Sportabgasanlage mit der höflichen Bitte, bau sie doch ein für uns. Und der Martin nimmt euch ein bisschen mit, erklärt euch ein paar Schritte, damit ihr seht, das kann man selber machen, wenn man sich richtig gut auskennt, aber noch besser ist man aufgehoben, man kommt hierher und lässt sie von Martin einbauen. Ja, und ich will dich jetzt nicht bremsen, ne? Stell mich da hinten wieder hin und chille. Bei der Auspuffanlage hier das Problem, durch den enorm dicken Vorschalldämpfer haben wir zur Kardanwelle und auch hier zum Hitzeschutzblech sehr wenig Platz. Dadurch bekommt die Anlage einen zusätzlichen Auspuffhalter, der sitzt hier. Damit nehmen wir die seitliche Bewegung komplett auf, dass es keine Schleifgeräusche gibt. Also der zusätzliche Halter, der unterbindet jetzt jegliche seitliche Bewegung. Jetzt richten wir alles aus, dass es optisch ein bisschen was aussieht. Dass ein kleines Stückchen raussteht, aber nicht so viel. Und dann war es das auch schon. Ja, eben noch in meinem Arm, jetzt hier unter unserem GR-Jahres verbaut, die Miltec Sport Abgasanlage. Ich bin ein bisschen begeistert, vor allen Dingen, wie filigran man mit hier arbeiten muss. Du hast zwischen der Kardanwelle und dem Hitzeblech hier kaum Platz für den Schalldämpfer. Da muss man dann wirklich sehr, sehr ordentlich und gut arbeiten. Und zieht sich dann jetzt hier alles weiter, Show and Shine. Ich kann mich hier sogar in dem Topf noch begutachten. Also nicht, dass ich oft unterm Auto liegen möchte. Aber es würde theoretisch gehen, weil er so schön glänzt. Hier ist er übrigens auch nochmal verschraubt, damit er sich auch gar nicht groß bewegt, weil wir halt da hinten so wenig Platz haben. Ja, bla 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 bla, also jetzt machen an. Ne? Und dafür haben wir den guten Timo ins Auto gesetzt. Timo, willst du mal starten? Oh ja, was hast du, Alex? Kann man machen, oder? Das ist schon sehr, sehr, ich will jetzt nicht sagen, dass ich Gänsehaut habe, das wäre dann zu werblich, aber ganz im Ernst, also der Unterschied vorher, nachher ist schon krass. Wir haben euch dazu ja schon mal ein Video gebracht, wie gewöhnlich sich die Abgasanlage, die Serienabgasanlage anhört. Timo, danke! Und was wir jetzt auch im Nachgang nochmal machen werden, wir werden diese Aufnahmen der Standardabgasanlage quasi nachstellen mit der neuen Miltec-Abgasanlage. Und dann könnt ihr genau vergleichen, ne? Serie, lohnt sich das, will ich das? Und ich bin jetzt mal sehr gespannt. Wir haben nämlich noch einen Arbeitsschritt vor uns. Jetzt wird das künstliche Bum-Brim im Innenraum auch nochmal eben abgeklemmt. Und dann geht es auf die Straße für eine kleine Probefahrt. Ja, Kinder, ich muss mich nochmal melden. Eigentlich wollen wir jetzt hier rausprogrammieren, aber ich habe gesagt, stopp, ich möchte noch was kundtun. Ich stehe hier nämlich und gucke mir einfach das Heck an. Und ich finde, Alex, zeig doch mal bitte das Heck, dass es jetzt
so viel stimmiger aussieht. Ich meine, klar, das ist so ein bisschen Luxus, ne? Aber man will sich das Auto doch, was man mag, auch schön gestalten. Und ich finde, der sieht jetzt wirklich, das, was ich vorhin meinte, ne? Hinten so kleine Auspuffröhrchen, das sieht doch wesentlich stimmiger aus. Es hört sich nicht nur besser an, sondern es sieht auch wesentlich besser aus. Wir loggen uns jetzt mit unserem Werkstatttester ins Auto ein. Dort bekommen wir jetzt alle Steuergeräte gleich angezeigt. Hier sehen wir jetzt alle Steuergeräte, die in dem Fahrzeug verbaut sind. Also der Soundgenerator und diese aktive Geräuschunterdrückung, die stehen jetzt beide auf Off. Damit ist das System jetzt deaktiviert. So, der Alex und ich sitzen im Yaris. Wir sind schon ein Stückchen gefahren. Kleine Testfahrt mit den ganzen Modifikationen. Und es geht um das Thema Sound. Wir haben uns ja den künstlichen Sound rausprogrammiert, auch die Noise Reduction rausprogrammiert. Und dafür haben wir jetzt die gute Miltec Sportabgasanlage am Start. Ich eier jetzt hier mal schön durch die Stadt. Erster Eindruck, nee, wir lassen sie einmal kurz klingen hier im Innenraum, glaube ich. Nee, es dauert noch ein bisschen, bis wir rausfahren. Also, erster Eindruck kann ich schon mal schildern. Sie hört sich sehr schön puristisch an. Das Auto hört sich im Ganzen sehr schön puristisch an. Man hört aber gefühlt deutlich mehr Fahrgeräusche jetzt. Also diese Noise Reduction scheint richtig was zu bringen tatsächlich. Und die Auspuffanlage, ich mag den Klang richtig gerne. Sehr unaufdringlich. Ja. Trotzdem kriegst du auch soundtechnisch eine gute Rückmeldung, was der Motor gerade tut. Was auch schön ist, sie rotzt nicht. Sie rotzt nicht, ja. Kein so, und jetzt hier, nee, warte mal, was wollte man machen? Schön unten raus, ne? Mal so das ganze Drehzahlband sollt ihr ja mitkriegen hier vom Sound. Reicht eigentlich, oder? Hört man schon. Ja. Also uns gefällt der Sound richtig gut. Ihr werdet jetzt wahrscheinlich sagen, lass doch mal von außen hören. Da werden wir euch nochmal ein schönes Video kredenzen, wo wir wirklich, wir haben ja die Originalabgasanlage, den Klang mit ein Video für euch kredenzt. Findet ihr auch bei den Jahresvideos. Und da werden wir den Sound einfach mal gegeneinander stellen, damit ihr auch merkt, wie krass dieser Unterschied ist zwischen den beiden Abgasanlagen. Ja, Kinder, nachdem die Kamera aus war, ne, haben wir noch ein bisschen besprochen und ein bisschen sind wir noch gefahren. Und ich bin auch hier noch ein, zwei Mal für eine Fahrszene gefahren. Und der Alex sagt, es hört sich auch von außen richtig kernig an. Die Miltec Sportabgasanlage. Ne? Ich muss sagen, ich bin verliebt, wie sie aussieht. Ich freue mich sehr, wie sie sich anhört. Ich habe keine Gänsehaut bekommen. So weit ist es nicht gegangen, aber wir sind sehr zufrieden, was das ganze Sound und Look und Feel angeht. Was kostet der Spaß? Also in der Variante mit den keramikbeschichteten Endtöpfen sind wir hier mit Anbau und Abnahme bei 1990 Euro. Das ist schon ein bisschen Geld. Ne? Ich meine, ich weiß, die meisten, die sich den Yaris kaufen, haben eh was, ne? So ein bisschen im Sparstrumpf. Wenn ihr das Auto wirklich gern habt, so wie ich, dann macht ihr das, weil es sich einfach besser anhört, oder? Auf jeden Fall. Das holt nochmal einen richtig schönen Klang aus dem Auto raus und es passt einfach zum Konzept. Ja, das hätte ich nicht besser sagen können und ich verkaufe die Dinger nicht mal. Nein, ist so. Du machst aber auch hier bei Dienik, macht ihr ein Spezialangebot, oder? Auspuffanlage und Chiptuning. Genau. Der Auspuff alleine liegt bei 1990 Euro. Nehmt ihr das Chiptuning und die Pedalbox bei uns dazu, zahlt ihr mit Einbau und TÜV-Abnahme nur 2690 Euro für alles. Und das machen wir jetzt nochmal in Teleshopping-Manier. Ne? Nein. Wisst ihr Bescheid, wenn ihr Bock drauf habt, wir haben auch einen Clip natürlich zu dem Pedal bzw. zu dem Chiptuning. Könnt ihr auch bei uns im Kanal sehen. Ich empfehle beides. Und wenn ihr es hier macht, dann wisst ihr, es ist ordentlich verbaut. Kann ich empfehlen, wirklich. Ist eine gute Sache. Dann macht das. Lasst uns auf jeden Fall hören, wie sauer ihr seid, dass wir euch den noch nicht von außen hab hören lassen und wie ihr mal den Ton von innen beurteilt soweit. Ja, und ob ihr bereit wärt, 2000 Euro für eine Sportabgasanlage für euer Auto auszugeben. Alles in die Kommentare. Ich verabschiede mich hier erstmal. Vielen Dank, Patrick. Danke. Und ihr da draußen bleibt bitte gesund. Ich verabschiede mich wie immer und sage tschüss, bis dann, euer Jan.
Dieses Video entstand mit der freundlichen Unterstützung unseres Partners myhood.com. Klickt auf den ersten Link direkt unter unserem Video und dort findet ihr bei myhood.com alle Informationen und Videos zu unserem Toyota GR Yaris.